So, also, Nummer 1 ist von uns gegangen und damit herzlich willkommen zu Among Us. Heute mit dem M1615, das bin ich. Also, yeah. Interessant, ist das jetzt hier. Vielleicht sollten wir die Map nochmal wechseln. Verdammt. Vielleicht sollten wir die Map nochmal wechseln. Ich meine ja nur. MG. Yuki. Ja, letztes Mal war das so, dass wir, als wir hier zu wenig hatten. Ach da. Klasse. Falsch rumgelaufen. Falsch rumgelaufen. Was gibt's da nicht? So. Keiner. Versöhnt. Was ist da? Louis ist da. Der Louis ist da. Du, du, du. Vielleicht haben wir aber auch Black Sword jetzt eben gerade sehr verunsichert, eben dadurch, dass... Henrik. Okay. Hello. Ja, da ist jetzt jemand gestorben. Yuki ist tot. Und zwar liegt er zwischen Redbands und Edmund da unten bei diesen dreh den ganz unten in der linken Ecke da. Ehrlich gesagt muss ich mich fragen, was Yuki da macht. Keine Ahnung, also er liegt halt, wie gesagt, da ganz unten, also. Da ist halt nur das Rad, was das Wasser auffüllt und halt die Wetternadel. Ja, also mir, also das Einzige, was ich sagen kann, Midna kam mir gerade entgegen. Ja, und ich bin nämlich von Richtung Electrical runter, Henrik ist mir entgegengekommen und bin in Richtung Communications gegangen. Also ich hatte dich kurz beim Boiler und bei U2 gesehen. Genau, da war ich ja auch. Und dann bin ich nach oben gegangen, zu Electrical. Wollte nämlich bei Security gucken, Henrik? Ob da vielleicht irgendwer steht. Hab gesehen, da steht keiner. Bin wieder runtergegangen und dann ist mir, wie gesagt, Henrik entgegengekommen. Ja. Henrik, warst du das wirklich? Weil ich weiß nicht, ob ich jemanden in Electrical gesehen habe. Ich war da auch. Nee, Electrical war ich nicht, aber O2, das stimmt schon. Also ich bin, Immon ist mir, glaube ich, auch entgegengekommen. Ich glaube, ich habe Immon gesehen. Auf jeden Fall sind mir 2 oder 3 Leute entgegengekommen, als ich zu O2 rein bin. Und Yuki war tatsächlich auch mit mir zusammen in Specimen. Aber ich bin vor ihm aus Specimen raus und bin dann direkt zu O2 gelaufen. Also kann sein, dass er dann hinter mir gelaufen ist. Es muss irgendjemand gewesen sein, der nicht in O2 war. Ich bleibe immer noch bei Midna. Midna! Ich war auch in O2. Hä? Wo warst du? In O2. Weil wie lange? Du kamst mir gerade eben entgegen. Das und erst sehr dann bist du in diesen Komplex reingelaufen. Ja, nein, du kamst von draußen, entweder von Rappen oder kam von Cash und anderen. Ich kam von draußen, aber ich war in O2. Der Hendrik hat ja gerade gesagt, jetzt kann ja niemand gewesen sein, weil er in O2 ist. Trotzdem, kommst ein bisschen komisch vor. Meine Meinung. Also haben wir jetzt im Verdacht Midna? Oh, okay, das war knapp. Ja, das war sehr knapp. Ich war jetzt gerade so ein bisschen verwirrt, weil alle durcheinander geredet haben. So.
Ja, ich muss da auch ein bisschen übersprechen, ne? Flui ist da. So. Flui ist da. Hier ist keiner. Flui ist schon wieder hier. Jo. Ups. Gut, hier im Gang ist gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl. So, und jetzt kann ich wieder da zurück. Komm, zu. Geh zu. Geh hoch. Henrik. Henrik? Das kommt mir sehr komisch vor. La 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 la. Mit einer Flo kommt mir entgegen. So, Henrik, wie lange standst du da bitte? Ich bin gerade aus Decontamination rausgekommen. Gut, also mir entgegengekommen ist mit einer Flo. Also entweder, also ich würde mal sagen, ist eine 50-50-Geschichte. Die Frage ist, wo zur Hölle liegt MG? Ich bin jetzt gefühlt durch die halbe, oder eigentlich sogar durch die ganze Map gerannt, um MG auch? Zu finden. Du auch? Ja. Dann dann weiß ich was. Na. Es könnte sein, dass er am Admin-Table liegt. Da nein, ich bin ja Specimen, bin ich ja hochgelaufen vom Admin aus. Und ich bin auch bei Admin gewesen. Als Henrik da war, war ich auch bei Admin und hatte genau, gesehen. Genau, ich bin nicht mit dir noch in der Decon? Ich habe auch überall nach MGs Leiche gesucht, die ist ziemlich alt anscheinend. Ich habe keine Ahnung, wie es ist. Ich habe überall gesucht, ich bin fertig mit den Tars, ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe auch keine Tars, ich habe auch geschaut. Ich habe noch eine Task. Mal wieder. Also bei vier Leuten sollten wir eigentlich nicht voten, das ist schon mal klar. Also, das Problem ist... Ja. Also ich kann Immon auf jeden Fall rausnehmen, weil Immon war mit mir im Admin, dann bin ich bei Specimen rein. Ich war bei Lifelines, hab gesehen, MG ist tot, bin dann rumgelaufen, durch Specimen einmal durch und dann bei Laboratory habe ich dann Flui gefunden. Und ja, die Frage ist, wie lange du da standst, weil ich kam eben von der anderen Seite schon eine Weile. Ja, ich stand da keine Weile. Ich bin rausgegangen aus Decontamination und hab direkt reported. Okay. Wie gesagt, das kam dir nur so vor, weil du in dem Moment auch kamst. Das kann sein, aber trotzdem, also wie gesagt, so eine 50-50-Chance. Mittner Flo kam mir entgegen und du standst da eine Weile. Mittner Flo kam dir entgegen, ja, dann ist es Mittner Flo kam mir entgegen. Ich würde nicht voten. Es ist eine 50-50-Geschichte. Es ist eine 50-50. Und ich würde Fluis Reaktion das, so gerne jetzt wissen. Das andere Ding ist, ich war ganz am Anfang in der Runde mit MG zusammen in O2. Und als ich, allerdings glaube ich nicht, dass MG noch in O2 ist, weil ich da auch nochmal gewesen bin. Ach, danach, aber... Ja, ihr müsst mir folgen, ich habe noch eine Aufgabe. Okay. So, ja, Aufgabe.
Es war doch nicht Henrik, es war doch Midna Flo. Nein, doch. Mann, ich hätte doch vorhin auf Midna voten sollen. Verdammt. Ja, aber ich will, ohne Witz, ich gucke mir später deine Reaktion an, ob du sagst, Immon, tu es nicht. Vor allem, Leute, Midna hat sich vorhin so verhaspelt bei den Kill von mir. Erst sagt er, erst der kam aus der Richtung, dann auf einmal sagt Midna, ja, ich war in O2, dann auf einmal, ja, aber ich kam aus der Richtung und der hat sich doch total verhaspelt, Leute. Ja. Ja. Ich hatte keinen Bock, nochmal Imposter zu werden, zweimal hintereinander. Ja, siehst du, weißt du, Leute hier werden zweimal Imposter und ich bin noch kein einziges Mal geworden, ey. Ach, das passt doch, ey. Wir gewinnen ganz schön auf dich Aufgabe. Ich auch noch nicht, also es ist doch alles gut. Und im Übrigen, meine Leiche hat über dem Emergency-Button rumgegammelt. Ah, okay. Ja, ich hab nämlich genau das gleiche gemacht. Ich hab gesehen, dass du tot bist und hab dich durch die halbe Map gemacht. Ach, über den Emergency-Button. Ja, genau. Schon beim also beim Meeting hättet ihr mich riechen müssen. Meine Nase ist nicht mehr so gut. Als ich aus Specimen rausgelaufen bin und hätte ich Flui nicht gefunden, habe ich mir überlegt, wenn MG hier nicht ist in Laboratory, dann gehe ich zum Emergency-Button und frage, ob ihn irgendjemand gesehen hat. Also falls ich jetzt nochmal Imposter werden sollte, werde ich einen Emergency-Call direkt machen. Aha. Nadi? Ja, bitte, ich wollte jetzt aufhören. Achso. Oh. Ich werfe heute raus. Schade. Ich noch eine Runde. Freut euch nicht so früh, ich bin echt ein schlechter Imposter. Das war pures Glück immer noch. Ach Quatsch, das war richtiges Können. Nein, das war viel zu bescheiden. Ja. Also ich musste mich darauf fokussieren, irgendjemanden zu killen, aber nicht Black Yuna, weil er im Verdacht war. Ja, aber das hast du perfekt gemacht. Dann hat mir einfach jemand den Sieg geschenkt. Du hast das perfekt gemacht. Bin ich angesprochen. Ja. Du hast es richtig du hast es mal geschafft, mein Gehirn so zu triggern, dass ich irgendeine Geschichte danach erzählt habe, die gar nicht der Wahrheit entsprochen hat. Das kommt aber oft vor bei dir. Du hast mich ja auch mal so in Schutz genommen. Stimmt. Also ich glaube, da setzt dein Gehirn einfach aus. Weil ich immer nie damit rechne, dass irgendjemand so solche offensichtlich, obwohl bei Nati war es ja nicht mal offensichtlicher Kill, aber für mich hat's halt einfach der erste Kill war offensichtlich, aber dezent offensichtlich. Da hätte sie mich Midna eigentlich sehen sollen. Midna, was war da? Nee, ich habe da Remus gemacht, die Aufgabe. Meteoriten, da kann ich nicht sehen. Ja, tatsächlich habe ich dich sogar noch gesehen und da warst du noch nicht ganz an den Meteoriten. Du hast dich darauf sehr fokussiert. Ach ja, Nadine, ich habe dich auf deine Frage hin. Auf deine Frage hin, wo ich vorhin getötet wurde, was ich da mache, ich war wieder dieses Wetterdinger machen da. Ja. Mit dem Labyrinth. Ja, die Wetternadel. Genau, weil du hast gefragt, der Motto, was macht der da? Das war für mich aber auch so ein bisschen komisch. Du stehst da mitten im Eck und ich dachte mir, was macht der da? Die Wetternadel. Ja? Ach ja, übrigens, Midna ist mir noch so hinten reingesprungen, ich hab dich voll erschrocken. Erstmal der Raum ist wirklich erschrocken. Ich bin da jetzt einmal raus, ne? Aber danke fürs dabei sein und hoffentlich beim nächsten Mal. Dankeschön. Also, wenn du Zunge mich fragt, liebend gern. Wenn ich die Zeit finde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sind es nur noch 6 Mal? Ja, es werden immer weniger. Ja, meistens so. Mehr wird man selten. Ja, wir hatten auch schon Runden, da wurden wir tatsächlich sogar mehr. Da sind wir von 10 auf 8 runter und dann wieder auf 10 hoch. Ja. Noch schon mal so nebenbei. Ab 22 seid ihr auch nur noch zu 5. Ab 22 bin ich nämlich auch wieder weg. Ab 22 Uhr muss ich auch hin. Ja, dann werden wir schaffen, dann ist eh nur noch eine Runde. Dann machen wir heute eh nur noch bis 22 Uhr, würde ich sagen. Ja, nee. Jo, dann 2 Runden sind das noch ungefähr. Okay. Ja, wenn wir Gas geben, sogar 3. Ja. Wenn wir nochmal so Nati-Runden, dann sogar 5.